an dich. Du bist die Luft, die ich atme, der Himmel über mir, die Erde unter meinen Füßen. Höre ich Musik, sehe ich Schönes, wärmt mich das Sonnenlicht, denke ich an dich. Du bist für mich die Frau meines Lebens. Du bist die Schwester, die ich nie hatte. Die Mutter, die ich fast vergessen habe. Die Frau, von der ich immer träume. Es gibt keine Beziehung zwischen Mann und Frau, von der ich nicht wünschte, sie wäre zwischen dir und mir. Du wirst es für mich sein. Oh, lass es uns sein. Okay, dann der zweite Akt. Das Tempo gefällt mir. Merkt ihr das? Nur so weiter. 10 Minuten Pause. Schon gelesen? Die Gerüchte blühen, werden immer witziger. Myra Hudson, die reiche Erbin aus San Francisco, braucht einen neuen Bühnenhit so dringend wie Rockefeller eine neue Million. Diese Woche beginnen die Proben zu ihrem wohl besten Stück Halfway to Heaven. Und Scott Martin Dale ist wieder ihr Produzent. Wenn Sie doch nur diese Erbin vergessen würden. Gib mir doch dein Geld, dann hören Sie auf, dich zu ärgern. Wollen wir jetzt die Änderungen im zweiten Akt besprechen? Ich finde, wir sollten zuerst über diesen Schauspieler reden. Eine richtige Entdeckung, nicht wahr? Und was er für eine schöne Stimme besitzt. Ja, er hört sich ganz romantisch an, sieht aber gar nicht so aus. Er ist ein ausgezeichneter Schauspieler. Das weiß ich, Bill. Aber das ist nicht genug für diese Rolle. Der Darsteller dieser Rolle muss so gut sein, dass Laura und das Publikum davon überzeugt sind, dass Three Blind Mice das romantischste Gedicht sei. Es muss dieser Typ von Mann sein, der die Augen jeder Frau im Publikum auf sich zieht, in dem Moment, wo er die Bühne betritt. Ich habe so einen Mann seit John Barrymore nicht mehr gesehen. Gott, ich habe ihm von jeder Ecke dieses Theaters zugehört und zugesehen. Es tut mir leid, aber er ist für diese Rolle nicht der Richtige. Willst du dich zum Richter erheben und entscheiden, wer romantisch aussieht, Meyer? Ich inszeniere dieses Stück und für mein Gefühl ist er wie geschaffen für diese Rolle. Ihr könnt beide eine eigene Meinung haben, aber ich bleibe bei meiner Vorstellung. Er ist kein romantischer, mitreißender Mann. Meine Liebe, ich investiere nur schlappe $85.000 in dieses Stück. Ich weiß, das ist weniger als die Dividende deiner Aktien, aber es ist immerhin mein Geld. Das du mit meinem Stück verdient hast. Ja, es hat keinen Zweck, darüber zu streiten. Und wie erkläre ich das, Mr. Blaine? Sag ihm einfach die Wahrheit. Ich bin der schwarze Peter. Sag ihm, ich habe das Recht, als Autorin bei der Besetzung mitzubestimmen. Hast du gehört, Bill? Schmeiß ihn raus. Es ist kein Wunder, dass ich keinen Freund am Broadway habe. Ja. Für heute machen wir Schluss, Leute. Oh, Mr. Blaine, kann ich Sie einen Moment sprechen? Anne, gibt es was in der Morgenpost, das ich sofort beantworten muss? Ein Telegramm aus San Francisco von Steve Carney. Charles Hoyt möchte ein Interview. Der Bühnenautorenverband fragt an, ob Sie an der Sitzung am Samstag teilnehmen. Freitag, 14 Uhr, Mr. Hoyt. Und rufen Sie den Verband an, ich versuche zu kommen. Schreiben Sie Steve, dass ich am Tag nach der Uraufführung am Montag den Zug nach San Francisco nehme. Miss Hudson! Miss Hudson! Miss Hudson! In Ihrer Heimatstadt San Francisco gibt es eine Kunstgalerie. Da hängt ein altes Gemälde von Casanova. Offensichtlich haben Sie dieses Bild nie gesehen. Zu Ihrer Information, Miss Hudson, so hat Casanova ausgesehen. Er hatte große Ohren, eine Narbe an einem Auge, eine gebrochene Nase und eine Warze am Kinn. Genau hier. Ich schlage Ihnen vor, Miss Hudson, dass Sie sich das Bild ansehen, wenn Sie nach San Francisco zurückkehren. Mr. Blaine! Mr. Blaine! Da steht der Zug nach San Francisco. Der blaue Waggon. Ich erwarte Sie dann rechtzeitig am Bahnhof. Danke, Anne. Ich bin so müde. Ich möchte niemanden sehen oder sprechen, bis ich in San Francisco bin. Im Zug habe ich die Zeit, mich auszuruhen. Ich bringe ihn heute Abend zum Flughafen. Danke, Bill. Ich halte es wie Myra. Ich bevorzuge den Zug. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Reise. Danke. Wenn du zwischen hier und Chicago etwas Zeit hast, schreib mir ein neues Stück. Ja, sicher. In Cleveland ist es fertig. Wiedersehen. Wiedersehen.
Mr. Blaine? Oh, Mr. Blaine? Oh. Hallo, Miss Hudson. Was für ein Zufall, dass Sie in Buffalo eingestiegen sind. Ich bin in New York eingestiegen, Miss Hudson. Um die Wahrheit zu sagen, ich sah Sie beim Einsteigen. Haben Sie das? Ich habe Sie alle gesehen. Berlin, Bücher, Blumen. Also, ich habe gedacht, Sie wollten mir auf Wiedersehen sagen. Aber dann fiel mir ein, das haben Sie ja schon vor einem Monat getan. Vor einem Monat habe ich Sie mehrfach versucht zu erreichen. Haben Sie das? Ja. Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigung. Wenn Sie jetzt schon da sind, wollen Sie nicht einen Drink mit mir nehmen? Ja, gern. Soll ich den Steward rufen? Ja, bitte. Setzen Sie sich. Was lesen Sie? Time out for crime. Bitte, Miss Hudson. Bitte zwei Drinks, Scotch mit Eis. Yes, Sir. Woher wissen Sie das? Was Sie trinken? Mhm. Ich lese Zeitungen. Nachdem wir uns nun endlich getroffen haben, möchte ich Ihnen erklären, was wirklich... Oh, bitte nicht. Nun, Miss Hudson, Sie haben ein ausgezeichnetes Stück geschrieben und es bestens besetzt. Die Kritiken waren hervorragend, meine Glückwünsche. Von Ihnen zu hören, beschämt. Ach, hören Sie auf. Danke. Schon gut. Es gibt noch andere und wichtigere Dinge. Spielen Sie Stadtpoker? Schon Jahre nicht mehr. Sie meinen Stadtpoker zweifelig? Ja. Das habe ich immer mit meinem Vater gespielt. Wir haben wie verrückt gestritten. Sie mochten Ihren Vater. Ich habe ihn verehrt. Er war ein großartiger Pokerspieler. Wollen Sie es trotzdem riskieren? Ich riskiere es. Na gut. Kommen Sie rein. Scotch mit Eis. Würden Sie uns bitte ein Kartenspiel besorgen? Sofort, Sir. Ich habe immer eins bei mir, falls meine Gäste danach fragen. Sehr gut. Und das mache ich. Aber ich habe Sie eingeladen. Aber nein. Ich bestehe drauf. Mein Vorschlag. Wir knobeln mit Streichhölzern. Mit Streichhölzern? Mit Streichhölzern. Kennen Sie das nicht? Nein, tut mir leid. Kenne ich nicht. Dann zeige ich es Ihnen. Entschuldigung. Haben Sie Streichhölzer? Ja, hier. Danke. Also, das Spiel geht so. Drei Streichhölzer für Sie. Geben Sie mir Ihre Hand. Drei für Sie und drei für mich. Und jetzt nehmen Sie beide Hände auf den Rücken. So. Ja? Und nehmen irgendeine Anzahl von Streichhölzern, 0, 1, 2 oder 3, in einer Hand. Und machen eine Faust. Verstehe. Und legen einen Arm nach vorn, so wie ich. Und raten, wie viele Streichhölzer in unseren Händen sind. In beiden? Ja. Mal überlegen. Vier. Vier. Jetzt bin ich dran und ich sage drei. Jetzt öffnen wir die Hände. Vier, ich habe gewonnen. Ja. Sind Sie sicher, dass Sie dieses Spiel noch nie gespielt haben? Absolut sicher. Danke. Danke, Sir. Soll ich die Tür schließen? Nein, danke. Okay. Und jetzt werden wir fantastisch pokern. Wir brauchen einige Chips. Sie mischen die Karten und wir nehmen die Streichhölzer als Chips. Vier für Sie. Für mich. Für Sie und für mich. Haben Sie nicht den Streichhölzer zu viel? Sorry. Miss Hudson, darf ich vorher abheben? Sorry. Heben Sie ab. Sind Sie geboren? Bei Pittsburgh. Mein Vater war Bergmann. Auch ich musste als Kind runter in die Grube und arbeiten. Ich bin eigentlich immer nur nachts durch Pennsylvania gefahren. Bei Tag kenne ich das Land gar nicht. Mein Vater konnte nicht verstehen, dass ich frische Luft zum Atmen brauchte, ein sauberes Gesicht und ab und zu ein Buch lesen wollte. Und wann wurden Sie Schauspieler? In der Armee. Als Lenny in Mäuse und Menschen in einer Cabaret-Show. Trotz des Krieges eine schöne Zeit. Das war aber auch mein Untergang. Wer einmal sein Herz an die Schauspielerei verliert, kann nicht mehr aufhören. Ich will auch gar nicht damit aufhören, da bin ich starrköpfig. Mir gefallen Leute, die sich entscheiden können und konsequent sind, trotz aller Widerstände. Sie sind auch ein sehr guter Schauspieler. Wissen Sie, ich habe damals nicht an Ihren Fähigkeiten als Schauspieler gezweifelt. Bitte, es war ein so reizendes Frühstück, Miss Hudson, belassen wir es dabei. Knobeln wir um die Rechnung? Ganz bestimmt nicht. Wir sind bald in Chicago. Ich zeige Ihnen ein Stück Chicago, das Sie sich nicht im Traum vorstellen können. Spaß, Theater, eine Arena für Schau- und Ringkämpfe. Und das alles schaffen wir in 4 Stunden? Wo ich Sie hinführe, schaffen wir das in 5 Minuten. Gehen wir? Danke.
Miss Hudson, wenn Sie vor Chicago Ihren Lippenstift noch mal brauchen, ich warte im Salonwagen. Gut, ich bin in 10 Minuten fertig. Schaffner, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie es ermöglichen, dass ich bis San Francisco fahre? Meine Fahrkarte gilt nur bis Chicago. Gleich am nächsten Bahnhof, an dem wir halten, werde ich mich erkundigen, ob es für Sie noch einen Platz nach Kalifornien gibt. Haben Sie vielen Dank. Gern geschehen. Ich fühle mich schon halb zu Hause, wenn der Zug Chicago verlässt. Es muss schön sein, ein Zuhause zu haben, dass man gern zurückkehrt. War das heute aufregend in Chicago? Eine Schule für Schau- und Ringkämpfer. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Nur ein Teil des Theaters. Ich wusste, dass es Sie interessiert. Sie arbeiten ziemlich hart am Theater, nicht wahr? Ja, schon. Und warum arbeiten Sie? Warum ich arbeite? Weil ich einfach glaube, ich brauche unbedingt ein Ziel. Selber Geld verdienen. Auf eigenen Füßen stehen und nicht vom Vermögen meines Vaters leben. Und meinen eigenen Platz im Leben finden. Können Sie das verstehen? Sehr gut sogar. Persönlich etwas erreichen, das wollen wir alle, jeder auf seine Art. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich so stark wäre, hätte ich so viel Geld gehabt. Ganz bestimmt. Sehen Sie, viele kleine Zellen, Atome und Moleküle bilden zusammen die Person Lester Blaine. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Menschen, der Ihnen haargenau gleicht. 2.174.000.000 Menschen gibt es. Aber nur einen Lester Blaine. Stimme ich Ihnen aber nur teilweise zu. 2.174.000.000 Menschen auf der ganzen Welt. Aber nur eine Mara Hudson. Entschuldigen Sie, Ihr Tisch im Speisewagen ist gedeckt, Mr. Blaine. Danke. Gehen wir, Mara. Der Himmel ist mit tausenden von Punkten bemalt. Sie alle glühen, alle funkeln. Doch jeder Stern hat seinen eigenen Platz. Ulysses ist gar keine Frage, nicht wahr? Stimmt. Aber das kennen Sie bestimmt nicht. Brennende Liebesqual in dieser Nacht. Ich hoffe, mein Herz, es gibt einen Morgen. Anthony. Richtig. Und morgen sind Sie in San Francisco. Oh, Sie werden mein San Francisco lieben. Er gehörte meiner Mutter. Da ist sie, Steve. Sie sieht fantastisch aus. Er ist der Mann. Das ist doch dieser Schauspieler. Steve! Oh, Myra, meine Liebe. Hallo. Willkommen zu Hause. Oh, wie schön, Sie sehen fantastisch aus. Sie erinnern sich an Lester? Oh. Hallo, Lester. Und dies ist Steve Carney, mein Anwalt, mein Ratgeber und mein bester Freund. Mr. Carney. Mr. Blaine, waren Sie schon mal in San Francisco? Nur ganz kurz. Während des Krieges bin ich hier mal durchgefahren. Ich freue mich schon sehr darauf, Ihnen San Francisco zu zeigen. Wollen wir zu einem Dinner-Dance gehen? Heute Abend. Sind Sie nicht müde nach der Fahrt, Myra? Überhaupt nicht. Wo sollen wir Sie abholen? Ich weiß nur nicht, wo ich übernachte. Dann treffen wir uns im Fairmont um 9, ne? Oh ja, sehr gut. Wir tanzen sehr gut miteinander. Willkommen bei mir zu Hause, Lester. Danke.
Es ist ein sehr gemütliches Zuhause. Gemütlich genug, um den Mantel auszuziehen. Ja, gern. Es ist schon 5 Uhr und ich bin überhaupt noch nicht müde. Wirklich so spät? Es war schön heute Nacht. Es ist immer noch schön. Dies ist mein Arbeitszimmer. Wo Ihre Stücke auf die Welt kommen. Meine Stücke werden geboren aus dem, was ich erlebe, von den Menschen, die ich getroffen habe. Und hier bringe ich sie zu Papier. Möchten Sie einen Drink? Ja. Whisky, Saft, Milch? Ich nehme dasselbe wie Sie. Also dann Milch. Was ist das? Ein ferngelenktes Geschoss? Nein, das ist mein Diktiergerät. Eins habe ich noch nie gesehen. Eine Spezialanfertigung. Ich laufe gern herum, wenn ich diktiere. Ich zeige Ihnen was. Sehen Sie das? Es ist ein Mikrofon. Davon gibt es noch 4 in diesem Raum. Da drüben ist der Hauptschalter. Wenn ich ihn anschalte, arbeiten alle Mikrofone automatisch. Beginne ich zu sprechen, läuft die Platte. Hör ich auf, stoppt sie. Ich bin beeindruckt. Skull. Skull. Wollen Sie es nicht mal ausprobieren? Sie können sich frei bewegen. Sagen Sie etwas. Nun? Wenn ich am Morgen aufwache, wenn ich am Abend einschlafe, denke ich an dich. Du bist die Luft, die ich atme, der Himmel über mir, die Erde unter meinen Füßen. Höre ich Musik, sehe ich Schönes, wärmt mich das Sonnenlicht, denke ich an dich. Du bist die Schwester, die ich nie hatte, die Mutter, die ich fast vergessen habe, die Frau, von der ich immer träumte. Es gibt keine Beziehung zwischen Mann und Frau, von der ich nicht wünschte, sie wäre zwischen dir und mir. Du wirst es für mich sein. Oh, lass es uns sein. Sehr schmeichelhaft, mich zu zitieren. Ich spiele es Ihnen mal vor. Sagen Sie etwas. Wenn ich am Morgen aufwache, wenn ich am Abend einschlafe, denke ich an dich. Du bist die Luft, die ich atme, der Himmel über mir, die Erde unter meinen Füßen. Höre ich Musik, sehe ich Schönes, wärmt mich das Sonnenlicht. Die ich nie hatte, die Mutter, die ich fast vergessen habe, die Frau, von der ich immer träumte. Es gibt keine Beziehung zwischen Mann und Frau, von der ich nicht wünschte, sie wäre zwischen dir und mir. Du wirst es für mich sein. Oh, lass es uns sein. Bitte. Ich versuche seit 2 Stunden die Rufnummer 17171 zu erreichen. Können Sie bitte überprüfen, ob der Anschluss vielleicht gestört ist? Einen Moment bitte. Ja, danke.
Myra, wir sind gekommen, um unsere Gastgeberin zu holen. Myra, Sie müssen runterkommen. Nur noch eine Minute. Seit meinen Kindertagen versuchen Sie mir Manieren beizubringen. Ihre Gäste warten auf Sie. Die Nummer 17171 antwortet nicht. Irgendwas muss ihm passiert sein. Vielleicht hat er die Verabredung vergessen. Wissen Sie, manchmal... Ich habe dieses Abendessen extra für ihn arrangiert. Myra, lassen Sie es mich probieren. Kümmern Sie sich um Ihre Gäste. Vielleicht hat er sich in der Zeit geirrt. Er hätte angerufen, er hätte es jeden Abend getan. Er würde sich nie 2 Stunden verspäten. Da muss etwas passiert sein. Ich muss zu ihm. Soll ich Sie fahren, Myra? Nein, danke, Junior. Das ist ganz allein meine Sache. Was soll ich den Gästen sagen? Es ist mir ganz egal. Sagen Sie ihnen irgendetwas. Einfach irgendetwas. Gewesen. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich anzurufen. Warum hast du dich nicht gemeldet? Verzeih mir bitte. Wo gehst du hin? Ich habe keinen Platz in deinem Leben, Myra, keinen richtigen. Und du wolltest gehen? Ohne ein einziges Wort. Ich gehöre nicht zu deiner Welt, Myra. Du hast zu viel, ich habe nichts. Ohne dich habe ich auch nichts. Mit ihren kleinen Wummelziehen. Wo ist dein Badeanzug? In welcher Schublade? Weiß ich nicht. Ach, ja, komm, lass uns vor dem Frühstück schwimmen gehen. Okay. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich sehe dich gern an. Aber noch nicht so früh am Morgen. Am Nachmittag kann dich jeder ansehen. Ich habe noch nicht mal Lippenstift aufgelegt. Eine Frau muss Lippenstift tragen. Ohne ihn fühle ich mich nackt. Liebling. Lass uns jetzt rausgehen, bevor ich vergesse, dass ich ein verheirateter Mann bin. Nimmst du das mit? Ja, bitte. Nach dem Schwimmen frühstücken wir gemütlich. Wo ist denn die Treppe zum Boot? Gleich hier. Mir nach. Okay. Wow. Was ist los, Liebling? Überwältigend.
Ich laufe diese Treppe seit meiner Kindheit rauf und runter. Tu das bloß nicht mehr. Warum nicht? Denk dran, was Nietzsche gesagt hat. Lebe gefährlich. Du weißt, was mit Nietzsche passiert ist. Was? Er ist tot. Mr. und Mrs. Lester Blaine gehen jetzt langsam diese Steiltreppe zum See runter. In Ordnung. Pass auf! Was hast du? Der Abgrund ist sehr tief. Ach, das ist nicht gefährlich, wirklich nicht. Nein. Du bist tot, wenn du hier runterfährst. Das wäre ein wunderbarer Platz zum Sterben. Weißt du, was wir hier im Winter machen? Nein. Wir laufen Ski. Mrs. Blaine, gleich werfe ich dich ins Wasser. Nein! Mir scheint, du hast ein gutes und gesundes Mannsbild geheiratet. Meine Liebe, ich freue mich so für dich. Ich hoffe, sie spielt Bridge. Nur sehr schlecht. Wunderbar, genau was wir suchen. Einen schlechten Bridge-Spieler mit gutem Geld. Aber George, das ist die Wahrheit, Liebling. Guten Abend, Mr. Carney. Julius. Wie geht's dir, Myra? Gut. Wir hatten eine wunderbare Zeit im Sommerhaus. Myra, ist meine Mutter schon da? Ja, sie steht bei Tom und Francesca. Ah ja, komm, Liebling. Sag Mutter guten Tag. Ja, George. Entschuldigen Sie mich. Natürlich, danke. Sicher. Myra. Hallo, Junior. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist Irene Neves aus New York. Myra Hudson. Nein, jetzt Blaine, nicht wahr? Ja, das stimmt. Guten Abend, Miss Neves. Guten Abend, Mrs. Blaine. Das ist mein Mann, Lester Blaine. Guten Abend, Mr. Blaine. Miss Neves. Willkommen in Kalifornien, Miss Neves. Danke. Sind Sie zu Besuch oder wollen Sie für immer bleiben? Ich möchte San Franziskanerin werden. Ich habe schon ein Apartment gefunden, war gar nicht so leicht. Schön. Entschuldigen Sie uns, Myra Lester. Junior, stellen Sie Miss Neves unseren Gästen vor und geben Sie ihr was zu trinken. Mach ich. Ich freue mich, Sie beide kennengelernt zu haben. Hallo, Steve. Hallo, Junior. Das ist Irene Neves, mein Bruder Steve. Guten Abend, Miss Neves. Was hältst du davon, wenn wir beide was trinken? Bleib sitzen, es ist schon spät. Danke für den schönen Abend. Normalerweise begleite ich mein Mädchen zur Tür und küsse sie zum Abschied. Du bleibst schön, wo du bist. Hm. Gute Nacht, mein Lieber. Ruf mich morgen an. Mach ich. Gute Nacht. Gute Nacht, Junior. Gib mir den Schlüssel. Los, rein. Was machst du in San Francisco? Ein alter Freund von mir hat ein Mädchen aus San Francisco geheiratet. Hier, ich zeig's dir. Es war in allen New Yorker Zeitungen. Schönes Bild von euch beiden, findest du nicht? Verdammt witzig von dir. Ich dachte, ich komme mal und sehe, wie es dir geht. Wie lange bist du schon hier? Eine Woche und nimm deine Hände weg. Wo hast du Carney kennengelernt? In seinem Büro. Ich dachte, ich könnte einen Anwalt brauchen. Steve Carney ist eine gute Wahl. Steve ist der Anwalt meiner Frau. Ja, aber Junior ist leichter zu beeindrucken. Und womit hast du ihn beeindruckt? Du wolltest nach Chicago wegen eines Jobs. Was hast du gesagt, um ihn rumzukriegen? Du meinst, dass eine gewisse Frau dir 5.000 geliehen hat? Hast du es? Hast du es gesagt? Noch nicht. Und ich habe ihm auch noch nichts von dem Haus auf Fire Island erzählt. Und noch nichts von der Nacht nach Silvester. Wenn du es tust, brauchst du ein neues Gesicht. Ach. Vergiss das nicht. Danke. Danke vielmals. Danke wofür? Dass du mich noch liebst. Sagen Sie, ich rufe zurück und keine Telefonate in der nächsten Zeit, Miss Carney. Ja, Mr. Carney.
Wenn ich das richtig verstehe, läuft es hier auf Dollar und Cents hinaus. Das ist richtig. Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass Ihre Frau eine sehr reiche Frau ist. Darüber habe ich nie mit ihr gesprochen. Ich verstehe. Bevor ich die Sache weiterverfolge, sollte ich wissen, wie viel Geld Sie brauchen. Natürlich muss ich nicht so tun, als müsste ich Myra unterhalten. Aber doch wenigstens mich selbst. Ich hatte nicht die Absicht anzudeuten, sicher dass Sie... nicht. Sie sind ein zu guter Freund von Myra und vielleicht auch bald von mir. Entschuldigen Sie, Lester. Bitte. Ja? Steve, ich habe gerade von Myra die neuen Zahlen für die Hudson-Stiftung bekommen. Ist dir klar, welche Summe sie aus ihrem Vermögen einsetzen will? Darüber reden wir später. Sie sagen, es gibt nicht genug Arbeit für einen Schauspieler in San Francisco. Ja. Und Myra ist nun mal mein Lebensinhalt. Sie hat ihre Freunde hier und ihre Interessen. Deswegen leben wir hier. Ich freue mich, dass Sie das so sehen. Können Sie mir raten, was für mich in Frage käme? Ich nehme ungern die Beziehungen meiner Frau in Anspruch. Aber leider habe ich selbst keine. Verstehe. Ist Ihnen klar, dass bei dem Einkommen, das Ihre Frau als Autorin hat, Sie überhaupt nicht arbeiten müssen? Aber für mich ist es wichtig, dass ich arbeite, Steve. Ich bin nicht der Typ Mann, der vom Geld seiner Frau lebt. Kann ich verstehen. Sag mal, Steve, bevor ich die Unterlagen zusammenstelle, komme ich von... Oh, hallo Lester. Hallo Junior. Schön, Sie zu sehen. Danke. Ist das ein privater Besuch oder hat Carney und Carney bald einen neuen Klienten? Absolut. Ja, er ist hier. Privat. Telefon für dich. Meine Miss Irene Neves. Oh. Junior? Entschuldigen Sie mich, Lester. Bitte. Hallo, Irene. Ein Drink? Todmüde. Ja, gern. Ich fand den Abend auch wunderbar. Das sollten wir bald einmal wiederholen. Heute Abend? Mach dir keine Sorgen. Du wirst mich schon wieder loswerden. Was für ein charmanter Ort für ein Rendezvous. Du bist immer noch hinter dem jungen Carney her. Du tust mir weh. Ich habe noch gar nicht damit angefangen, aber ich werde es, wenn du mir keine ehrliche Antwort gibst. Weil du mich seit 8 Tagen nicht angerufen hast, weil die Miete fällig ist und weil ich lieber essen gehe als hungere. Du bekommst das Geld so bald wie möglich. Ich muss vorsichtig sein. Was soll ich tun, während du vorsichtig bist? Die Wände angucken und auf den Donner warten? Ich sag dir, was du tun kannst. Du kannst mir helfen. Junior mag dich. Wenn er jemanden mag, erzählt er viel. Was soll er mir denn erzählen? Meine Frau verschenkt eine Menge Geld an eine Stiftung, die Hudson Heart Foundation. Ich will wissen, wer was bekommt und wer es weiterleitet. Warum drehst du dich im Bett nicht einfach um und fragst deine Frau? Wir sollten wieder so zusammenarbeiten wie in der Vergangenheit. Ja, das sollten wir. Dann kümmere dich mal um Carney. Ich werde ihn für dich auf den Kopf stellen. Hallo? Lester? Es wird doch Zeit, dass du anrufst. Ja, ich habe ihn dazu gebracht zu reden, nach 5 Martini. Gestern Abend hat er richtig losgelegt. Willst du wissen, wie viel sie vom Vermögen ihres Vaters verschenken will? Alles. Ich wünschte, das wäre ein Witz. Aber Junior sagt, dass sie nur das Grundstück, das sie von ihren Honoraren als Autorin gekauft hat, behält. Der ganze Rest geht an diese Foundation. Eine noble Frau, die du da geheiratet hast. Ha! Du hast doch noch meinen Schlüssel. Komm rüber, Blaine. Wir haben sehr viel zu besprechen. Ja. Wiedersehen. Hi. Hallo, Darling. Ich danke dir für den wundervollen Abend gestern. Mitten in der Woche tanzen. Ich fühlte mich wie eine Debütantin. Du sahst auch aus wie eine Debütantin. Was hast du da? Für eine private Party, bevor die Gäste kommen.
Verderbst du mich mit Absicht? Für jeden anderen Ehemann? Für mich gibt es nichts Aufregenderes, als im Schlafzimmer einer schönen Frau Champagner zu trinken. Und für mich gibt es nichts Aufregenderes, als mit dir Champagner zu trinken. Skål. Skål. Ich habe neulich mit Steve gesprochen. Ah, der kommt gleich. Er kommt etwas früher mit einigen Unterlagen. Er sagte etwas von einer Stiftung zur Erinnerung an deinen Vater. Mhm, eine Herzstiftung. Großartige Idee. Darüber musst du mir mal mehr erzählen. Mit Vergnügen, Liebling. Du machst mich so schwach. Wirklich? Mhm. Was gibt es? Mr. Carney ist da. Er möchte zu Mrs. Blaine. Hallo, Steve. Du wolltest zu mir? Ja, meine Liebe. Herzlichen Glückwunsch. Aber mein Geburtstag ist doch erst Montag. Ja, Montag ist der richtige Geburtstag. Doch heute unterzeichnest du die erste Übereignung an die Stiftung. Soll das heißen, dass ich noch weitere Verträge lesen soll? Eine gleichlautende Ausfertigung, die Lester unterschreiben muss. Du bist jetzt verheiratet. Oh ja. Und ich bin so glücklich. Ich habe auch ein neues Testament aufgesetzt, das du unterschreiben musst, weil... Weil ich jetzt verheiratet bin. Weil dein Freund und auch dein Anwalt... habe ich mir erlaubt, dir ein Vermächtnis vorzuschlagen, das ich für angemessen halte. Danke, Steve. Wenn einzelne Punkte nicht deinen Vorstellungen entsprechen, dann können wir sie ändern. Mein Mann erhält bei meinem Tod ein Einkommen von 10.000 pro Jahr ein Leben lang oder bis er wieder heiratet. Steve. Das kann ich einem Menschen nicht antun, den ich liebe. Nicht für alles Geld dieser Welt. Ich binde keinen Mann über meinen Tod hinaus an mich. Ich bin erstaunt über dich. Steve, ich bin mein ganzes Leben lang reich gewesen. Niemand konnte mir etwas geben. Ich hatte alles. Aber das war nicht genug. Dann traf ich Lester. Er hat mein Leben ausgefüllt. Er hat mir alles gegeben. Und nichts genommen. Nur meine Liebe. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich arm gefühlt. Das war alles, was ich zu geben hatte. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich reich gefühlt. Weil er mir so unendlich viel gegeben hat. Myra, das klingt wie ein sehr übertriebener Dialog aus einem Bühnenstück von dir. Ich weiß. Aber ein glückliches Herz liebt das Klischee. Ja, ich weiß. Pass auf, ich diktiere dir die Änderungen, die ich mir vorstelle. Und Montag sehen wir uns die restlichen Unterlagen an, ja? Kannst du es noch heute tun? Junior und ich müssen morgen nach Sacramento. Das klingt aber sehr aufregend. Ja, nicht? Wir vertreten einen Fall vor dem obersten Gerichtshof. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. An meinen lieben Mann. An meinen geliebten Mann. Was ist denn, Steve? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich diktiere dir jetzt mal die Änderungen. Paragraph 1. Hiermit vermache ich meinem geliebten Mann Lester Blaine den Erlös aus allen meinen Stücken. Dieses Einkommen steht ihm lebenslänglich zu. Und ist bei einer erneuten Heirat nicht widerrufbar. Nicht bei meinem Tod. Auch nicht zu meinen Lebzeiten, falls unsere Ehe geschieden wird. Hiermit verfüge ich, ich will ihn auch nicht in meinem Leben an mich binden. Oh, meine Gäste sind schon da. Steve, sei ein Engel und geh runter und sag ihnen, ich komme in 10 Minuten. Aber sicher, Mann. Danke. Paragraph 2. Soll ich die Tür zumachen? Ja, bitte. Paragraph 2. Bei meinem Tod erbt mein Mann meinen Grundbesitz und all meine Vermögensanlagen als kleine Gegenleistung für das Glück, das er mir gegeben hat. Da
Das ist wirklich reizend für Mrs. Blaine, mich heute Abend einzuladen. Ich muss dich sprechen. Was gibt es denn? Es ist uns eine Freude, Sie zu sehen, Miss Neves. Sehr wichtig. Myra kommt gleich runter, Lester. Danke, Steve. Alles klar, Myra ist noch oben, ich sag dir wann. Danke. Junior? Ja, Irene? Guten Abend, meine Liebe. Ich biete 5 Pik. Ich passe. 6 Hertz. Die 6 Hertz verdopple ich. Ich verdopple nochmal. Oh, weh, jetzt sitzen wir in der Tinte. Na, warten wir mal ab, Partner. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Myra. Sie haben lange geschlafen nach der Party gestern. Ja, Lester war schon weg, als ich aufgewacht bin. Er hat eine Nachricht für Sie und kommt etwas später zum Essen. Oh. Haben Sie gestern vergessen, Ihr Diktiergerät abzustellen? Oh nein, habe ich nicht. Ich habe es ausgeschaltet. Zumindest denke ich das. Als ich gestern gehen wollte, war es noch an. Ich habe es ausgeschaltet. Vielleicht habe ich es auch angelassen. Ich war in guter Stimmung gestern Abend. Schön, dass Sie so glücklich sind. Mal sehen, was da über mich steht. Jamie Hudson Stiftung. Das ist es noch nicht. Hör mal zu. Im Falle meines Todes, mein Mann Lester Blaine, $10,000 im Jahr. Ist das alles? Sieh mal hier. Bis er wieder heiratet. Und du hast gedacht, dass du das so schlau anfängst? Nichts von ihr annehmen. Keine Geschenke, keinen Schmuck, bloß keine Almosen. Nichts. Diese alte Henne. Sie kann das Testament nicht vor Montag unterschreiben. Ist Junior da? Ja. Erst am Montag kommt sie an das Geld des alten Herrn. Sie kann erst darüber verfügen, wenn es ihr gehört. Was ändert sich, wenn sie erst am Montag das Testament unterzeichnet? Sie wird am Montag nicht in der Lage sein, zu unterschreiben. Was meinst du damit? Stell dir vor, es passiert ihr was zwischen jetzt und Montag. Wer würde ihr Geld erben? Ihr Mann, Lester Blaine. Ich würde alles erben. Warum nicht? Ja, warum nicht?
nicht so einfach. Wir haben 3 Tage Zeit und ich muss vorsichtig sein. Als Ihr Mann bin ich verdächtig, bevor sie kalt ist. 3 Tage. Wir werden uns was einfallen lassen. Küss mich. Küss mich heftig. Ich bin so verrückt nach dir, ich könnte dir alle Knochen brechen. Hören wir auf. Wir müssen vernünftig sein. Gib mir lieber den Schlüssel zurück. Welchen Schlüssel? Das weißt du genau, den Schlüssel zu meinem Apartment. Den brauche ich vielleicht noch. Bist du verrückt? Junior kommt oft vorbei. Das Haus deiner Frau ist nur einige Straßen entfernt. Das ist alles bald vorbei, Steve oder Junior. Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Es muss wie ein todsicherer Unfall aussehen. Wir werden uns schon was einfallen lassen. Ich weiß einen Weg. 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 Ich weiß. Langsam auf die Nerven. Dich so in meinen Armen zu halten. Davon habe ich immer geträumt. Nein, nicht, Lester. Ich weiß gar nicht, wie ich es ohne dich aushalte. Ich bin so verrückt. Ich könnte dir alle Knochen. Ooh.
bist du da drin? Myra, lass mich rein! Ich hab die schreien gehört. Was ist los, Liebling? Was ist los? Ich hab geschlafen. Ich glaube, ich hab was Schlechtes geträumt. Was ist los, Myra? Anne und das Personal haben dich heute noch nicht gesehen. Ich hab mich nicht wohlgefühlt. Das tut mir leid. Ist das was Ernstes? Nur ganz starke Kopfschmerzen. So habe ich dich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe gestern zu viel Champagner getrunken. Ja, du hast mit jedem Gast angestoßen. Ich bringe dir was gegen deine Kopfschmerzen. Nein! Entschuldigung, meine Nerven gehen mit mir durch. Ich habe Aspirin genommen, es wird schon werden. Ich versuche zu schlafen. Wie du willst, meine Liebe. Ich bringe dich ins Bett. Na komm. Du fühlst dich besser, wenn du im Bett liegst. Ist das nicht besser? Ich sorge dafür, dass du die Nacht gut schläfst. Wo sind deine Schlaftabletten? Ah, hier sind sie. Mit denen schläfst du gut. Nimm sie. Was ist los, Liebling? Ich bin sicher, ich schlafe ohne sie ein. Ich bin sehr müde. In Ordnung. Mach es dir nicht so schwer. Nimm eine Tablette, wenn du nicht schlafen kannst. Gute Nacht, Liebling. Ich gehe heute auch früh zu Bett. Soll ich meine Türe auflassen, falls du mich brauchst? Nein, danke. Gib mir den Schlüssel zurück. Welchen Schlüssel? Das weißt du genau, den Schlüssel zu meinem Apartment. Den brauche ich vielleicht noch. Lester, ich habe eine Waffe.
Guten Morgen, Mr. Blaine. Guten Morgen, Mrs. Blaine. So früh auf? Hast du nicht geschlafen? Wie ein Murmeltier. Ich erinnere mich nur noch, dass ich nach den Tabletten griff und dann bin ich auch schon eingeschlafen. Dir geht es wieder gut? Sehr. Service. Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Wofür denn? Für gestern. Ich weiß, ich war ziemlich schlecht gelaunt. Du warst nicht mehr du selbst. Ich habe einfach zu viel gearbeitet. Mein Stück muss fertig werden. Es tut mir leid, Lester. Vielleicht ist es eine gute Idee, ein paar Tage wegzufahren. Auszuruhen. Vielleicht kommt dann wieder die gut gelaunte Mrs. Blaine zu dir zurück. Wegfahren? Wo willst du hin? Ach, nur in unser Sommerhaus. Um diese Jahreszeit? Das klingt wohl leicht verrückt, aber ich liebe die Bucht im Winter. Es ist so ruhig. Einsame Spaziergänge am Ufer. Klingt ziemlich langweilig. Es ist wunderbar, wie auf einer Insel in der Wüste. Sind die anderen Häuser bewohnt? Nicht in der Nähe. Kein Mensch wohnt um diese Jahreszeit in den Häusern. Nur die Möwen leisten mir Gesellschaft wie in einer russischen Novelle. Es ist sehr erholsam, allein zu sein. Weg von allen. Mein Aufräumen stört dich doch nicht. An dir stört mich überhaupt nichts, außer dass du verreisen willst. Okay, wenn du das möchtest, fahren wir weg. Aber ich erwarte nicht, dass du mitkommst. Natürlich fahre ich mit. Ach, du musst dich doch nicht langweilen, nur weil ich mal ausspannen will. Liebling, nimmst du wirklich an, dass ich dich dort ganz allein lassen würde? Lass uns nicht darüber streiten. Ich muss dir etwas gestehen. Ich hoffte, dass du so reagierst. Dann ist alles klar. Wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Mir, wenn es um dich geht? Wir machen unsere zweite Hochzeitsreise. Keine Besucher, kein Personal, nur wir beide. Das klingt wunderbar. Es wird wunderbar. Ich packe sofort meine Koffer. Warte, zum Packen ist es noch zu früh. Wir fahren erst am Sonntag. Sonntag? Nicht sofort. Ich würde gerne, aber ich kann nicht früher, Liebling. Oh, Lester, tust du mir einen Gefallen? Aber sicher. Würdest du heute Nachmittag zum Haus fahren, um es durchzulüften und dein Feuer zu machen? Aber gern, Myra. Gut, dann bis zum Abendessen. Einen Moment. Gibst du mir keinen Kuss? Warum siehst du mich so an? Ich habe mich gefragt, was habe ich nur getan, dass ich dich verdiene. Wusstest du, dass Myra heute mit mir essen gehen wollte? Was hast du dir gesagt? Dass ich schon eine Verabredung mit einem sehr aufregenden Mann habe. Meinst du, sie ahnt etwas? Kann sie nicht, so wie ich mit ihr schlafe. Sonntag. Ist die Zeit nicht ein bisschen zu knapp? Schon, aber dieser Ort ist für einen Unfall wie geschaffen. Diese Treppen runter. Und es war ihr Vorschlag, hierher zu fahren. Ja, pass auf. Du wirst morgen die Theatervorverkaufsstellen anrufen, um für nächste Woche 2 Karten für einige Shows zu reservieren. Wofür das denn? Für sie. Ach, nimm doch 4 Karten, auch für Junior und mich. Ich sag Junior, dass du anschließend ein wunderbares Abendessen arrangierst. Und dann sitzen wir alle todtraurig zusammen.
Lester, ich weiß, wie wir es machen. Sei bitte pünktlich um Mitternacht in meinem Apartment. Du brauchst nicht zu klingeln, nimm den Schlüssel, Irene. Ich habe die Lösung. Du gehst früher von der Party. Wir treffen uns dann um Mitternacht in meiner Garage. Bin ich bis 12:30 nicht da, geh nach Hause. Vernichte diesen Brief, Lester.
Guten Morgen. Fertig? Fertig? Wofür? Um ins Sommerhaus zu fahren, wie geplant. Bist du noch nicht fertig? Ich habe es dir doch gesagt. Ach, Entschuldigung. Es war wohl Anne, der es gesagt habe. Der du was gesagt hast? Das mit den Rawlsons. Weißt du, gestern war ihr Geburtstag und morgen ist meine. Und jedes Jahr lädt sie an dem Tag dazwischen zu einer Party ein. Ich habe das völlig vergessen. Was soll das heißen? Dass wir nicht ins Sommerhaus fahren, sondern zu der Party zu den Rawlsons gehen. Du hast es mir versprochen. Ich weiß. Aber ich habe Eve schon vor langer Zeit zugesagt. Aber du hast versprochen, wir fahren ins Sommerhaus. Jetzt kannst du nicht kneifen. Lester, warum bist du so aufgeregt? Ich glaube, ich bin einfach nur enttäuscht. Ich habe mich so darauf gefreut, mit dir allein zu sein. Die zweite Hochzeitsreise. Das können wir immer noch. Nächste Woche. Aber du brauchst jetzt Ruhe und nicht irgendeine Dinnerparty. Oh, ich fühle mich jetzt schon viel besser. Auch übrigens, Steve und Junior sind auch aus Sacramento zurück. Ich dachte, die kommen erst am Montag. In die Kanzlei. Aber heute Abend sind sie da und auch eingeladen. Dinner und Bridge. Dinner und Bridge. Das hättest du mir früher sagen können. Ist das so wichtig? Nein. Ich habe eine Verabredung zum Golf heute Nachmittag abgesagt. Du kannst immer noch gehen. Es ist noch früh. Sei nicht ärgerlich. Ich bin doch nicht verärgert. Es ist lieb von dir, dass du so enttäuscht bist. Ich gehe in den Club und versuche noch zu spielen. Oh, komm nicht zu spät. Ich habe Steve, Irene und Junior zum Cocktail gebeten. Wir gehen dann zusammen zu Eve. Ja, gut. Und dies ist die letzte Chance, die letzte Chance. Als sie mir das sagte, hätte ich sie erwürgen können. Zwei ganze Tage verloren, vorbei, weggeworfen, umsonst. Du hast alles geplant. Okay, wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. So, hilfst du nicht ab? Hallo? Okay. Meine Vermieterin, das Radio ist zu laut. Lester, es muss heute Abend sein. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir könnten alles verlieren. Es muss ein Unfall sein. Ein plötzlicher Unfall. Was für eine Art Unfall denn? Was denn? Was soll es sein? Schrei doch nicht so herum. Was für eine Art Unfall. Lester? Ja? Erinnerst du dich an die Frau, die sich auf Fire Island versucht hat, umzubringen? Und? Ich habe es ihr weggenommen. Erinnerst du dich? Was? Das, mit dem sie sich umbringen wollte. Und was bedeutet das für uns? Ich hab es. Ich hab es aufgehoben. Ich zeig's dir. Möchte noch jemand? Ja, Sir. Ich kann immer noch einen vertragen. Junior, bitte. Ich vertrage schon. Irene, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie heute Abend auch weiß tragen. Wenn es Ihnen peinlich ist, ziehe ich mich um. Es dauert nur eine Sekunde. Oh nein, Sie sehen so reizend aus, Mara. Danke. Das ist ein wunderbarer Martini. Das Personal hat Ausgang. Entschuldige mich. Ich hole was für den Appetit. Wir sollten heute Abend hier bleiben. Es ist amüsanter, als Bridge zu spielen. Bridge ist ein wunderbares Spiel. Es strengt den Geist an, man bleibt in guter Gesellschaft und hat dazu einen kleinen Nebenverdienst. Wenn ich Bridge spielen muss, ist Myra meine Partnerin. Okay, Partner. Myras Gedanken sind heute woanders. Kommen Sie zurück, meine Liebe. Oh, es tut mir leid. Okay. Schade, hier abzubrechen. Aber die Rawlsons erwarten uns. Ich hole nur noch meinen Mantel.
Jahr haben Junior und ich bei den Rolstons 7 Peak doppelt und dreifach gemacht. Also dann los! Myra! Myra! Ist alles in Ordnung? Ich denke schon. Geh und hol Wasser. Wie ist das passiert? Ich bin über meinen Mantel gestolpert. Den Mantel? Ich bin ja noch am Leben. Setz dich auf den Stuhl. Oh, mein Knöchel tut weh. Welcher ist es? Lass mich mal sehen. Dieser. Vorsichtig. Ziehen wir den Schuh aus. Sieht ziemlich schlimm aus. Wollen wir lieber den Arzt? Oh nein, 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 so schlimm ist es nicht. Wenn es morgen nicht besser ist, lasse ich es röntgen. Hier, trinken Sie das. Hier, Liebling. Danke. Versuch doch mal, auf dem Fuß zu stehen. Das sollte sie nicht tun. Bewegung ist aber gut. Wirklich? Hält den Kreislauf in Gang. Wirklich, Irene? Ich versuche es. Ja. Lester, hilfst du mir bitte? Sicher. Nein, nein, es geht nicht. Es hat keinen Zweck. Es ist besser, wenn du dich gleich hinlegst, Myra. Ja, vielleicht hast du recht. Wir können doch auch noch später gehen. Nein, nein, das glaube ich nicht. Lester, darf ich dich bitten, allein zu der Party von den Rolstons zu gehen? Das wird doch Ihr Mann nicht tun. Ich lasse dich bestimmt nicht allein. Ihr müsst ohne uns zur Party. Entschuldigt uns bei Eve und George. In Ordnung. Ich hole deinen Mantel, Irene. Wir gehen jetzt, Myra, damit du dich hinlegen kannst. Sehr schade, Myra. Wie dumm von mir, die Treppe runterzufallen. Ich bin so ungeschickt. Wenn du dich schon selbst behandeln willst, dann leg einen Eisbeutel auf die Schwellung und keine Wärmflasche. Ich weiß, danke, Steve. Ich kümmere mich um Myra. Ich weiß, dass ihr das tun, Lester. Ah, da drüben ist ein Spiegel. Ich leg mir meinen Schal um. Einen Moment. Ich hoffe, ich habe euch nicht das Spiel heute Abend verdorben. Uninteressant. Denken Sie nur an Ihren Knöchel. Danke, Junior. Das werde ich. Trotzdem bin ich der Meinung, dass du den Arzt rufen solltest. Bitte entschuldige mich bei Eve. Ich weiß, sie wird Verständnis dafür haben. Bestimmt, meine Liebe. Ganz bestimmt. Nach dem Abendessen rufe ich dich an, um zu wissen, wie es dir geht. Ja, Steve. Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, es geht Ihnen bald wieder besser, Myra. Danke, Irene. Schade, sehr schade. Ihr kennt ja den Weg. Ich bringe Myra nach oben. Wiedersehen, Myra. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Lester, ich hab dir den Abend verdorben. Aber du magst Bridge sowieso nicht. Holst du mir einen Eisbeutel? Und bitte eine Zigarette. Ich hol den Eisbeutel aus dem Badezimmer. Da ist keiner. Ich gehe nach unten und hole einen. Bring mir bitte meinen Mantel. Der liegt noch auf der Treppe. Ja. Eisbeutel, Mantel und einen Schuh bringe ich auch mit. Und vielleicht noch ein Buch. Soll ich dir dann noch etwas vorlesen? Ja, das wäre schön. Darüber würde ich mich sehr freuen.
Lasse dem Geheimnisvollen einen Platz in dir. Flüge nicht immer den ganzen Boden um mit dem Pflugschar der Selbstprüfung. Mache eine Ecke in deinem Herzen bereit für das Samenkorn, das der Wind herüberweht. Gib dem vorbeifliegenden Vogel Schatten. Bewahre dem unerwarteten Gast einen Platz in deinem Herzen. Dem unbekannten Gott einen Altar. Wenn sich ein Vogel niederlässt, versuche ihn nicht gleich zu zähmen. Wenn du dir des Neuen bewusst bist, Gedanken oder Gefühle, die in den Tiefen deines Innern erwachen, erwarte nicht ungeduldig, dass alles ans Licht kommt, dass man es sieht. Gib dem entstehenden Leben den Schutz des Vergessenseins. Lass es sich in Ruhe entwickeln und brich nicht ein in seine Dunkelheit. Lass es Form annehmen und Gestalt. Und überall von deinem Glück erzählen. Liebling, schläfst du? Schläfst du schon? Ich gehe aus dem Haus, 11 Uhr. Ich komme bei Irene an. Junior bringt Irene nach Hause. Irene macht sich auf den Weg zur Garage. Lester kommt bei Irene an. Ich gehe zurück nach Hause. Irene verlässt die Garage, 12.30 Uhr.
Sie sind des Mordes ersten Grades an Lester Blaine für schuldig befunden. Dafür werden Sie zum Tode verurteilt. Oh, hallo. Lassen Sie mich in Ruhe. Wollen wir nicht einen trinken? Lassen Sie Ihre Hände los, kleine bitte. Sexy Ex. Lassen Sie mich endlich los. Dann eben nicht. Spaß gehabt. Bitte, Junior, ich habe Kopfschmerzen. Ich nehme eine Tablette und gehe gleich ins Bett. Ich stehe unter ziemlichem Konkurrenzdruck.
Jetzt muss ich hier schon mit Aspirin aufnehmen. Junior, du weißt, warum ich früher gehen wollte. Ja, ich weiß und ich habe ein Rezept dagegen. Entspann dich mal und lass dich richtig gehen. Heute nicht, Junior, bitte. Schick mich nicht weg, nicht jetzt. Das möchte ich auch nicht, das weißt du, aber diese Kopfschmerzen, deshalb wollte ich unbedingt nach Hause. Ach, vergiss doch mal deine Kopfschmerzen. Du wirst mich gleich erwürgen. Tut mir leid, aber ich werde verrückt, wenn ich denke, dass es vielleicht einen anderen gibt. Ich habe ja gar keine Chance. Wenn es einen gibt, bringe ich ihn um. Du könntest niemanden töten. Warum nicht? Du bist nicht der Typ. Junior, jetzt zufrieden? Natürlich nicht. Aber ich gehe. Nur noch ein. Gute Nacht, Junior. In Ordnung, mach's gut. Bis morgen. Bis morgen. Thank you.
warum hast du dich eben nicht gemeldet? Ich wollte dir nur noch mal gute Nacht sagen. Geht's dir gut? Irene! Irene, sag doch was. Antworte mir, Irene! 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 Myra. Myra! Thank you.
Hat sie überfahren? Nichts anfassen. Der Krankenwagen kommt gleich. Der Mann ist tot. Die Frau auch. Thank you.